Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute machen wir Rumkugeln. Wie du die auch so schön rund hinbekommst und mit den schönen Schokostreuseln drauf, das zeige ich dir jetzt. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ich nehme sie mit zur Neujahrsfeier. Es ist immer ein schönes Mitbringsel. Und ich denke, du hast auch eine Idee, was du mit denen anstellst. Also dann, viel Spaß im Video. Wir sehen uns. Deine Silke. Für unsere Rumkugeln brauchen wir nur sehr wenig Zutaten. Das heißt, wir brauchen Schokolade. Ich habe hier 2 Drittel Vollmilch, 1 Drittel Zartbitter genommen, Butter, Puderzucker und natürlich Rum. Wir starten damit, dass wir die Schokolade schmelzen und in der Zwischenzeit schon mal die Butter mit dem Schneebesen schaumig rühren, Puderzucker hinzufügen und später die Schokolade und den Rum dazugeben. Schokolade hat sich nun richtig schön verflüssigt, wie ihr seht. Die ist richtig schön, keine Klümpchen mehr drin zu sehen, also richtig schön weich geworden. Lasst sie nicht kochen, deswegen auch wirklich ein Wasserbad machen, damit es auch nicht anbrennt. Und nun geben wir die flüssige Schokolade mit unter die Butter. Das heißt aber schlückchenweise und nicht alles auf einmal. Unsere Masse ist nun richtig schön fertig. Wir nehmen die Masse jetzt, füllen sie in ein Schälchen und lassen sie mindestens 1 bis 2 Stunden kalt werden. Schaut einfach mal zwischendrin nach, ob es euch fest genug ist, damit ihr auch wirklich daraus Kugeln drehen könnt. Je breiter das Gefäß ist, umso schneller wird sie kalt. So ein kleiner Tipp, je nachdem wie schnell das sie braucht. Nehmt ein großes Gefäß, dann wird sie schneller kalt. Nehmt ein kompakteres Gefäß, so wie die Schüssel, dann wird es allerdings 2-3 Stunden dauern. Die Masse verschwindet nun in den Kühlschrank. Eure Rumkugeln sind nun richtig schön erkaltet, die Flüssigkeit ist richtig fest geworden. Ich habe mir hier Schokostreusel gemacht, ich glaube, die kennt ihr alle noch. Und darin werden wir die jetzt wälzen und dann sind sie fertig. Wer keine Schokostreusel daheim hat, kann natürlich auch Kakaopulver nehmen, damit schmecken sie natürlich genauso gut. Das heißt, ich gehe mit dem Löffel hier rein, hole mir so einen Klecks raus. Ein Stück Masse, die ich brauche, mit warmen Fingern, denn meine Wärme von den Fingern sorgt noch dafür, dass ich das ein bisschen flüssig wird und dass die Schokoraspeln richtig gut halten. Mein Klecks ist fertig, wie ihr sehen könnt. So sollte es aussehen. Jetzt wälzen wir ihn einfach nur mit den Schokostreuseln, drücken die richtig schön fest und fertig ist eure Rumkugel. Und das macht ihr jetzt mit der kompletten Masse, stellt sie dann in den Kühlschrank und haltet sie dort so lange frisch in ein Tupperschälchen oder in einen Aufbewahrungsbehälter, bis ihr sie alle braucht. Sollten die Streusel hier nicht so gut halten, dann war eure Hand zu kalt. Kleiner Tipp, nehmt eure Hände kurz unter heißes Wasser oder unter warmes Wasser, dann habt ihr die richtige Temperatur und dann kleben sie auch richtig. Und wenn eine nicht so gut geworden ist, naja, ihr dürft ja auch naschen. Und so sehen die Rumkugeln aus, wenn sie fertig sind. Am besten gibst du sie nochmal in eine Plastikbox für ein paar Stunden Kühlschrank, damit die noch ein bisschen fest werden. Dann kannst du sie auch viel leichter verpacken. Also, ich gehe zu Rumkugeln naschen und wir sehen uns beim nächsten Video im neuen Jahr. Deine Silke von Anders Backen.